Hallo, hier ist wieder Xi und gerade mit Mega Man Base. Heute mit Dynamo Man? Oder? Yep, Dynamo Man. Dem meiner Meinung nach schlimmsten Gegner in diesem Spiel. Warum wird sich ziemlich schnell zeigen. Sag mir bitte nichts. Achso, und da komme ich nur mit Mega Man ran, weil nur er da durchrutschen kann. Ja, alles habe ich eben an CDs noch. Nee. Alles habe ich halt noch nicht und alles werde ich auch nicht sammeln. Privat vielleicht irgendwann mal schon, aber nicht im Let's Play, wie schon mal gesagt. Ja. Ich glaube, die Teile brauche ich nicht weiter erklären. Da ist klar, was die machen. Telly ist natürlich auch wieder. Feuer gegen ein Elektrogebiet, warum auch immer. Das macht für mich nicht viel Sinn. Aber naja. So, jetzt haben wir hier Laufbänder. Komischerweise aber nur laufen, solange wir uns auf ihnen befinden. Gehen aber auch nur in die eine Richtung. Mal sehen, so viel überspringen wie möglich. Ja. Nein, Sniper Joe. Brauchst mir jetzt nicht auf die Nerven zu gehen. Komm mit einem gezielten. Ich weiß schon, wie man hier sonst so kommen könnte, aber ich will mal gerade ausprobieren. Oder so. Ja, damit. Weg mit dir. Nicht dashen. Der dasht immer, obwohl er nicht soll. Das hier war komplett unnütz, weil ich die CD schon habe. Super. Gott sei Dank gehen deren Donnerkugeln immer gleich mit ihnen kaputt. Nein, jetzt komm schon. Ich weiß zwar nicht, wohin mich diese Tür bringt, aber... Hä? Wir sind nicht beim... Wollte gerade sagen. Ach nein, dieser Zwischengegner. Ja. Ja, komm, stell dich halt nicht immer gleich, nicht immer so in die Mitte. Gut, die Schüsse kann ich zerlegen. Ist ja schon mal in geringem Maße. Ach.
Gehst du mal kaputt, du blödes Teil. Natürlich hält mich das Zeug fest. Und wieso kann man diese Dinger da oben überhaupt abschießen, wenn es eigentlich darum geht, die Gegner zu erledigen? Kann mir das jemand sagen? Würde mir das freundlicherweise jemand erklären? Ja, es ist wieder eine Weile her, seit ich dieses Spiel gespielt habe. Ich gibt's auch wieder, ja super. Ich möchte schon gleich vom Hals haben. So, es ging. Ja, komm, zeig mir die Plattform unter mir. Ja. Ja. Hier lang? Ja, endlich wieder Licht. Hätte ich jetzt eigentlich von der Levelstruktur her schon erahnen können, dass wieder so ein Gegner kommt. Und natürlich trifft er mich trotzdem. Da bin ich schneller als dieser Gegner. Habe ihn eigentlich schon getötet und er kommt trotzdem noch zum Schießen. So, da komme ich Gott sei Dank dank Base Doppelsprung auch so rüber. Kleinen Moment. Natürlich habe ich keine Leben mehr. Und da ist er. Dein Nemo-Man. So, das Schlimmste an dem Gegner kommt aber erst noch. Denn wenn er einen gewissen Schaden... Ja. Wenn er einen gewissen Schadenssatz genommen hat, dann kann sich dieser Gegner regenerieren. Und das, wenn man ihn nicht schnell genug davon abhält, vollständig. Ich persönlich ziemlich nervig finde. Dann müssen wir halt jetzt nochmal schnell im. Gehen wir halt nochmal im Schnelldurchlauf durch das Level durch. Sind dann gleich wieder bei ihm. Und hoffentlich dann mit mehr als einem Leben.
ist halt wirklich immer dasselbe mit diesen Gegnern. Und der Levelaufbau war gerade... Hat das schlecht gespielt gerade. Hä? Aha. Klar. Aus irgendeinem Grund konnte ich da jetzt einfach mal nicht hochspringen. Ach, die lassen ihre Gegenstände erst fallen, wenn die Flamme weg ist. Toll. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Da hoch wollte ich sowieso nicht mehr. So, da haben wir jetzt wieder einen Zwischengegner. Jetzt geht irgendwie aufs... Ja klar, jetzt weiß ich ja wieder, wie der Level... Jetzt weiß ich ja wieder, wie der Level aufgebaut ist. Ja, natürlich, dann halt nochmal. Ist zum Glück nicht nervig. So. Wieder die dunklen Räume. Bei denen ich leider wieder nicht mehr weiß, wie sie aufgebaut waren. Kamera spielt auch wieder wunderbar mit. So, wieder aus dem Dunkel heraus. Was ich mir aber jetzt gerade wieder gedacht habe, wenn ich mich recht erinnere, wollte ich meine Waffe gar nicht so beim Endgegner hernehmen, wie ich es getan habe. Denn das wäre falsch. So soll man die Waffe gegen den Endgegner nicht verwenden. Es macht zwar relativ viel Schaden, wie man sehen konnte. Und hat auch seine Elektrokugeln davon abgehalten, uns zu treffen. Allerdings, ja, wie gesagt, hat er noch so eine weitere nervige Fähigkeit. Und jetzt geben die Fließbänder plötzlich Gas. Jetzt müsste ich aber noch Leben haben, oder? Ja, zwei, um genau zu sein. So, dann mache ich den Boss jetzt mal so. Vielleicht kriege ich ihn ja soweit. Ist auf jeden Fall meiner Meinung nach einer der miesesten Bosse, die ich jemals gesehen habe. Wie ich schon mal gesagt habe, die Bosse in diesem Spiel, die können einfach insgesamt auch viel mehr. Die Attacke war noch nicht mal beendet und der bewegt sich schon.
Nee, aber ich muss den bis zu einem gewissen Punkt so hinkriegen. Hilft nicht. Bei mir wohl besser Energietanks geholt hätte. Wieso bin ich über den letzten jetzt wieder nicht drüber gekommen? Ja. Ja, seht euch das doch mal an. Ah. Toll. Wie soll man diesen Boss normal besiegen? Ach. Ich hasse ihn. Von ganzem Herzen. Ja. Ich kann fast nicht ausweichen. Ach, verdammt. Ach. Ja, toll. Jetzt denkt euch, ich wäre noch so unbeweglich als Mega Man. Kotzt mich so an, der Gegner. Wartet mal kurz. Einkaufen. Ach, Moment. Habe ich natürlich noch nicht. Nö. Gibt's nicht. Gibt's alles nicht. Wenn du mich so fragst, dann antworte ich entsprechend. Keine Energietanks. Hatte ich vergessen. Es wird eine Tortur mit Mega Man. Ohne Waffen. Einzige Tortur. Sollte ich mir lieber nochmal ganz genau überlegen, ob ich das machen möchte. Seht ihr, was der Gegner kann? Ja, gerade halt diese Attacke, bei der er diese 5 Elektro-Projektile dann einsetzt. Habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Da haben wir wieder diesen komischen... Ich springe da irgendwie von unten dagegen. Weiß zwar nicht, wie das möglich sein soll, aber... Egal. So, hier wieder von dem treffen lassen. Ja, ich kann halt meine Schrauben auch nicht wirklich sinnvoll benutzen. Die ganzen Gegenstände, die man da kaufen kann,
Bei den meisten habe ich keine Ahnung, was sie wirklich bringen. Aber ich denke mal, dass mir keins davon im Kampf gegen Dynamo Man wirklich helfen könnte. Ich weiß halt genau, dass ich die Waffe während des Kampfes nochmal brauchen werde. Deswegen will ich sie eigentlich nicht einsetzen. Ich komme, glaube ich, nicht drum herum. Ja, kommen wir halt wieder mit der Attacke. Wirklich eine ganz tolle Attacke. Spitzenmäßig, um nicht zu sagen. Das Level kommen wir ja mittlerweile relativ schnell durch. Gott sei Dank. Würde das Level auch noch ewig dauern, dann wäre ich ja relativ bald fertig mit den Nerven. Ja, dass der mich treffen würde, war irgendwo klar. Da kann ich nicht viel machen, weil ich nicht ausweichen kann. Naja, das sind wir wieder beim Endgegner. Nächste Runde wieder mit Waffe. Aber wie gesagt, sobald er sich halt dann wieder in seine... Dass er dann auch noch damit anfängt, schon früher anzugreifen. Ja, natürlich. Was soll ich da machen, bitte? Wenn ich ihn da vom Angreifen abhalten möchte, dann muss ich den Schaden fressen. Ja, und jetzt haben wir halt das, was ich gemeint habe. Diese Regenerationsphase. Ja, toll. Ihr habt gesehen, wie viel er jetzt regenerieren konnte. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Ich weiß nicht, wann ich diese Kugeln wirklich erwische.
Ja, natürlich in die komplett falsche Richtung. Ja, toll. Ja, super. Ja. Ja, natürlich. Eieiei. Oh Gott, ganz ehrlich. Nee. Nee. Ganz ehrlich, dieser Boss lässt mich meine Entscheidung nochmal überdenken bezüglich dem keine Waffen mit Mega Man, denn den Boss schaffe ich ohne nicht. Das kann ich vergessen. Den Boss schaffe ich ohne Waffen nicht. Nee. Nee, nee. Alle anderen Bosse kriege ich vielleicht mit Mega Man hin, aber nicht diesen. Genau deswegen wollte ich es auch nicht in den Titel schreiben. Ja, große Töne gespuckt und am Ende wieder Scheißdreck. Nee, das macht keinen Sinn. Ich spiel's mit Mega Man durch, aber das war's dann auch. Ja, toll. Ja, wegen deinem Moment vergeht mir die Laune an dem, die Lust an dem Spiel. Deiner Moment einfach nur ein. Ich meine, unbesiegbar ist er natürlich nicht. Ist ja schon klar, aber ganz ohne Waffe. Ich schaff's halt einfach nicht lang genug, seinen Attacken auszuweichen. Und mit Mega Man, naja, mit Mega Man kann ich niemand mehr dynamisch ausweichen. Es wird schwer genug werden. Nee, nee, nee. Das krieg ich nicht hin. Nein, 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 vergesst das. Ich werde es am besten, ich schreibe es bei der ersten Folge direkt in die Beschreibung, dass ich das nicht machen werde. Bevor es dann bei dieser Folge dann erst heißt, ja, aber du hast doch gesagt, du machst es. Ja. Ich hatte aber, als ich das im Sinn hatte, gänzlich vergessen, was deiner Moment für ein Gegner war. Hätte ich mich daran noch erinnert, hätte ich niemals auch nur im Ansatz daran gedacht,
so etwas zu machen. Nee, entschuldigt. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis dafür. Dynamo Man, der wird mich jetzt schon wieder Nerven kosten. Mit Mega Man kann ich noch schlechter ausweichen. Ich meine, mit Mega Mans Rutschen, das ersetzt einfach nicht den Doppelsprung von Base. Tut mir leid. Gott, wie mich das ärgert. Mich kotzt das an, wenn ich sowas zuerst sage und dann im Nachhinein... Ich meine, testweise versuchen kann ich schon. Aber mich drauf festsetzen. Nee. Jetzt kommen wieder die Dinge. Und da sind wir wieder. Hallo, du Arsch. Dass ich dieses verdammte Sprinten einfach nicht unter Kontrolle habe. Ja, toll. Ja, ja, klar doch. Und dann sprinte halt einfach mal nicht. Schon in Ordnung. Ja, natürlich. Keine Chance. Ah. Jetzt wieder das hier. Das war saudämlich. Komm, geh drauf, verdammt nochmal. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Ja, gegen diesen Gegner bin ich einfach ziemlich machtlos. Da schieb ich es jetzt gar nicht darauf, dass der Boss halt zu schwer gemacht worden wäre oder sonst irgendwas, sondern das liegt einfach an mir, weil ich mit dieser Steuerung einfach nicht zurechtkomme. Ich krieg das einfach nicht hin. Dem Boss ist sicher gut beizukommen, aber... Ja. Was soll's. Ja, die Entscheidung wegen dem Fall mit Mega Man ist gefallen. Das kotzt mich selber an. Also, jegliche Kommentare in der Richtung. Braucht ihr nicht erwarten, dass ich da irgendwie drauf reagiere. Naja, damit sei es gesagt. Ich schreibe es in die Beschreibung des ersten Videos, dass es nicht gemacht wird. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder im Kampf gegen diesen Gegner. Ich bin Xe, das war Mega Man & Base für heute. Bis dann, Leute. Ciao.